Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Im letzten Part haben wir die Story durchgespielt und haben den fiesen... Okay, vielleicht war er... Na, ist er fies? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir Raikaza besiegt. Und wir werden jetzt mal hier weiter aufbrechen. Wir haben den Heuwald, der ist neu. Kaskadenteich, Wüstenregion, Drachenhöhe, Nachtlichtruine, verlassene Insel. Und Südhöhle. Ich würde sagen, wir machen heute den Heulwald, weil der war auf dieser Infotafel da. Und deswegen machen wir den mal. So. Heulwald. Vielleicht sollte ich irgendein anderes Pokémon mitnehmen. Teamaufstellung. So, Electek, du musst leider mal weg. Ich glaube, wir haben genug von dir gesehen. Fukano wäre was? Magma wäre auch cool, aber Magma kann sich nicht mehr entwickeln. Also hier zumindest nicht. Deswegen würde ich... Boah, ich habe echt viel, ne? Wirklich viel. Ah, ich würde am liebsten... Na, Knackleon ist, glaube ich, nicht ganz so gut dafür. Weil Absorber, das tut schon weh. Ich glaube, ich nehme tatsächlich Fukano mit. Ja, gut. Fukano, komm mit. Wo warst du? Hier, ne? Ja, da. Perfekt. Perfekt. So, dann und aufbrechen. Ich war jetzt in letzter Zeit etwas kränklich. War kein Corona, Leute. ich hatte nur Kopfschmerzen. Ja, das war's auch schon. So, morgen kommt der... Achso, nee. Übermorgen kommt Animal Crossing raus. Ich hoffe, es kommt schon morgen, Leute. Ich hoffe es. Das wäre so schön. Vor allem ist das auch das Spiel, was wirklich zu Corona passen würde. Oh Gott. Flurmel tut alles hier. Mann, lass mich in Ruhe, Flurmel. Du kannst natürlich in mein Team kommen, Flurmel. Da hätte ich nichts dagegen. Oh, Spoink. Alter, wie viel Schaden macht ihr hier? Das ist ja hier. Sehr als ob der immer noch gelebt hat. Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott, endlich! Man sieht die Items nicht mehr in den Dungeon hier. Oh, das ist ja geil. Und die Monster sieht man auch nicht, also die Pokémon, ne? Das ist echt gut. Das ist ja endlich mal das, was ich wollte. Was ich die ganze Zeit wollte und nie bekommen habe. Danke. Danke. Oh, und die scheinen jetzt auch länger zu sein, die Dungeons. Guck mal, hier gab es früher noch nie einen Raum. Also, in dem Spiel jetzt hier. Sehr interessant. Okay, größere Dungeons. Finde ich schon mal besser. Oder ist irgendwas? Das ist ein Spoink. Ziehstrahl macht es. Das schaffen wir, ne? Ja, das schaffen wir. Da haben wir ein Oval. Aua, ich bin, glaube ich, tot. Ja, ich bin tot. Ja, gut. Gegnerische Pokémon befindet sich im Zustand Erkenntnis. Gegner gelangen in diesen Zustand, wenn sie andere Pokémon besiegen. Gegner im Zustand Erkenntnis werden stärker, also nimm dich vor ihnen in Acht. Ja gut. Enter? Hallo? Aquaknarre? Oh Gott. Oh mein Gott, ey. Hatte ich kurz Angst. Hatte echt kurz Angst. Heulwald. Was könnte hier auf der finalen Ebene sein? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hier ein Spoink, was ich nicht getroffen habe. Aber es macht Platscher. Okay. Okay, okay. Komm doch mit, Spoink. Ich habe bestimmt ein Areal für dich. Bestimmt. Aber vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Ich will mich nicht fest aus dem Fenster lehnen. So.
Hier ist die Treppe. Da bin ich mal ganz, ganz schnell weg. Ja, Entschuldigung, geh mal weiter. Und Hundu ist da. Hundu, willst du mitkommen? Ja? Nein? Okay. Oh, es lebt noch. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es noch lebt. Oh nein. Wieder so ein Spoinky. Ich finde das Spoinky echt süß, ne? Also, wirklich. Vorhin Pokémon halt. Die sind irgendwie fast alle süß. Was haben wir hier? Belebersamen? Ne, Schlafsamen. Okay. Geh mal einen zurück. Kannst du nämlich gut machen. Und nochmal gut machen. Perfekt. Und dann kann ich abstauben. Nice. ich liebe das Spiel. Ich liebe das Spiel und die Liebe und die Lust oder so. Oh, da haben wir es ja schon. Ach nee. Ein Apfel geben. Ich habe keinen Apfel zu Beerus. Oh, oh Gott, da ist ein Pokémon. Das habe ich nicht bemerkt. Sorry. Aquaknarre, weg mit dir. Oh, ich würde sehr, sehr... Oh, ich habe einen Apfel. Hier, bitteschön. Cool. Zu Beerus haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht. Ne, haben wir nicht. Ja. Zu Beerus, komm mit. Mein Süßi. Hallo Flurmi. Oh nein. Oh gut, daneben. Aua. Und hinter uns kommt ein Spoink. Ah, super. Gut gemacht. War zu Beerus. Nice. Du bist ja gut. Endlich mal ein Pokémon, was uns ja auch unterstützt. Und nicht direkt stirbt. Weil es zu schlecht ist. Wie viele Ebenen hat denn der Wald hier, der Heulwald? Ich meine, hier darf man gerne heulen. So habe ich das vom Namen her abgeleitet. Strafattacke. Oh Gott, ich bin ja fast tot. Oder was? Ja, ich bin leicht tot. Aber egal, ich schaffe es hier noch. Oh nein. Aquaknarre. Ja, gerne. Gerne, gerne. Dankeschön. Erholung. Ich raste aus. Okay. Erholung hat irgendwie nicht ganz so viel gebracht. Zu Beerus, komm, Schatzi. Was ist das denn hier? Scope-Linse. Oh Gott. Zu Beerus, kämpf da unten. Fukano. Du schaffst das da, oder? Du schaffst das. Ich muss zu Beerus retten. Oh, wie viele Felder sind das hier? Okay, zu Beerus, du hast es allein geschafft. Guck mal, die anderen, die wären gestorben dabei. Die wären dabei gestorben, ich sag's dir. Aus tiefstem Herzen. Oh, ne. Oh, Tempo-Heb. Ah, ne. So, weiter geht's. Ebene 8. Ist ein bisschen blöd, dass mein Tornopro weg ist, aber bis jetzt geht's noch. Oh nein. Gut. Ich hoffe, es ist weg. Es ist weg. Was? Geister-Pokémon, die in diesen Zustand versetzt wurden, können mit normalen und Kampfattacken getroffen werden. Bei Erreichen der ersten Ebene wird der Zustand aufgehoben. Okay, interessant. Aber wir zeigen dir jetzt erstmal, was ein Nassschweif ist. So, bitteschön. Oh, nee. Wieso ist denn die Monsterfalle hier? Das ist ein bisschen blöd. Wir sind sehr blöd. Hallo, hier sind wir. Oh Gott, von hinten kommt auch irgendwas. Fukano, ich brauche jetzt wirklich deine Hilfe hier, ja? Wir dürfen nichts daneben machen. Weil wir sitzen jetzt in der Falle. Leider. Wieder halt. Aua. Oh, daneben. Perfekt. So, oh, hallo Floink. Ja, Spoink. Oh Gott. Gut, Erholung.
Da kann es mich nicht nerven. Ja, 54. Knirscher. Oh, oh, aua. Kacke. Loot. Ach, du hast kein Loot mehr. Das ist nicht, oh gut. Ja, was... Ich weiß jetzt gerade nicht, ja. Wir könnten ihn ja nach dahin locken, ja. Oh nein. Scheiße. Oh Leute. Das habe ich mir ein bisschen leichter vorgestellt. Oh ne, ich wollte niemanden zu Hilfe bitten. Das war ja richtiger Fail. Aber wir probieren es gleich nochmal. Nochmal, ey. Das kann es ja nicht sein, ne? Das kann es ja nicht sein. Ach, Mensch, ey. Wo ich ziemlich genutzt, ey. Das heißt, ich entwickle mein Anton, dann ist es stärker. Sorry, süßes Anton. Aber... Tonopto stirbt sowieso und du überlebst das halt. Guten Morgen. Ja, ja, gestern lief etwas schief. Habe ich auch bemerkt. Oh, Welser hat irgendwas. Wir sprechen gleich mit ihm. Mit ihm. Entwickeln. Vielleicht können wir auch Vulcano entwickeln. Wenn wir ihn mitnehmen. Wo ist dein Vulcano-Schirn? Eins. War er nicht hier irgendwo? Hä? Was heißt denn dieses Null da oben? Können wir niemanden mehr entwickeln oder was? Weiß nicht. Nee, Vulcano können wir nicht entwickeln. Was ist das denn? Aber Ali können wir entwickeln. Hallo, Ali. Ja, ja, natürlich. Entwickeln. Wir haben ein Metang. Nice. Süß. Nein. Will ich Anton entwickeln? Ich weiß es nicht. Eigentlich schon. Ja, komm, mach ich einfach. Mach ich einfach. Komm, Anton. Werd zum Entoron. Ja. Ja, entwickeln muss leider sein. Ich find's schade, dass die das Heiztuch nicht behalten dürfen, ja. Das ist echt ein bisschen unfair. Weil daraus wächst man nicht. Dann nimmt man es halt als Armband. Hier, Nintendo. Hallo? Habt ihr mich gehört, Nintendo? Nein? Das finde ich nicht nett. Oh, Tauboga könnten wir entwickeln zu Tauboss. Aber wir lassen es erstmal. Wir lassen es erstmal. Und reden jetzt mit Welser. Ah, ihr möchtet also mehr über diesen Dungeon im Meer erfahren, hä? Ja, ich habe davon gehört. Angeblich gibt es einen Ort weit vor unserer Küste. Die See dort ist geprägt von starken Stürmen und gewaltigen Wellen. Dieses Gebiet trägt den treffenden Namen Sturmmeer. Dort findet man einen Dungeon, der bis zum Meeresgrund führt. Es heißt, in diesen unvorstellbaren Tiefen, da gelangt keinerlei Licht hin. Die Finsternis verschluckt einen geradezu. Hahaha, ihr seht so aus, als solltet ihr unbedingt dorthin. Nun ja, dem Ruf des Abenteurers kann man sich nur schwer entziehen. Gebt gut Acht auf euch. Oh, okay. Noch ein neuer Dungeon. Sturmmeer hört sich ein bisschen an wie entweder Lugia oder Kyogre. Oder Kyogre. Kyogre, ist ja Kyogre. Hört sich besser an. Hey, ich will da gar nicht. Achso, ich dachte schon, der schickt mich da jetzt. Und die Solarhülle, okay. Schon wieder zwei neue. Aber wir machen jetzt erst den Heuwald, Leute. Und zwar mit Vulcano und Entoron. Und das schaffen wir jetzt auch. Wenn ich ein bisschen vorsichtiger bin. Zumindest ein bisschen vorsichtiger. Da unten haben wir ein Viech. Wir müssen weg. Wo ich nicht weiß, ob das so... Oh, ein Apfel. Nimm den mit. Super. Entoron. Ich mach Loot.
Der kommt uns nicht zu nah. Aber da unten ist noch irgendwas. Ein Owei. Das hat mich besiegt. Das hat mich besiegt. Oh, Entoron sieht gar nicht so schlecht aus. Nö, gefällt mir tatsächlich. Mehr als hier Chernobto. Ja. Hallo? Treppe? Vulcano, schaffst du das? Ja, ne? Ich glaub schon. Ja, schaffst du. Schaffst du. Wieso war eigentlich Owei schneller? Seid ihr irgendwie wieder behindert herumgelaufen oder was? Mann, 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 Mann. Och ne, nicht schon wieder ein Owei. So, gehen wir mal hierher. Hier muss es ja irgendwo sein. So, Geld. Und ein Spoink. Zur Begrüßung. Ja, ich begrüße euch und mache euch fertig. Na, das glaube ich nicht. Oh Gott. Wohin gehen wir? Ich bin ja für links. Ich bin für links. Und da kommen auch schon meine Patienten. gut. Fifian will. Ne, Fifian haben wir glaube ich schon, ne? Glaub schon. Spoink. Spoink haben wir glaube ich aber auch schon. Naja. Aber die wollen irgendwie alle eh nicht mit. Habe ich so das Gefühl. Okay, Flurme. Flurme, du kannst aber mitkommen. Von dir brauche ich bestimmt noch einen. Für den Dex hier. Falls es hier überhaupt einen Dex gibt. Ich hätte nur gern alle in meinem Team. Sonst, über was könnten wir denn noch so reden? Ist das Sonntag? Ach nee, der 20. ist der Freitag, ne? Da kommt hier The Mandalorian um 20.15 Uhr auf Pro7. Ne, da würde ich auch mal einschalten. Ich als Star Wars Fan, aber ich freue mich am meisten auf Star Wars The Clone Wars, die letzte Staffel. Mit Ahsoka Tano. Oh, das wird so toll. Das wird echt toll. Das wird echt toll, da freue ich mich wirklich mega drauf. Und ich hoffe, man sieht viel von Ahsoka. Das ist nämlich, glaube ich, mein Lieblingscharakter im Star Wars-Universum. Würde ich sagen. Okay, kein Aufruhr machen, Flurmel. Oh, ich habe gerade Schleim im Mund. Das ist nicht gut. So. Leute, bleibt immer schön zu Hause, ne? Ihr habt eh nichts Besseres zu tun. Ich warte immer noch auf E-Mails von meiner Uni, weil die wollten uns irgendwie Aufgaben zuschicken. Aber ich habe noch keine bekommen. Ne, das ist ein bisschen komisch, aber ist halt so. Deswegen hatte ich jetzt gestern und vorgestern, heute ist ja schon Mittwoch, einen schönen Tag. Mit Zocken. Zocki, zocki, zocki. Aber ich war auch krank, ne? Da darf ich dann auch zocken. So, oh, Level Up. Perfekt. Wer kriegt ein Level Up? Palenia. Super. Super duper. Oh nein, da kommt ein böses Fifian. Oh, ich hätte so Lust, nochmal Hohen durchzuspielen. Ah. Mann. Komm weiter. Wir können woanders heulen. So. Und ich würde eigentlich auch gerne wieder wandern gehen, ja? Ich gehe nämlich sehr, sehr gerne wandern, aber ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Ob man dumm angeguckt wird, wenn man jetzt auf einmal rausgeht. Und man soll ja wirklich nicht rausgehen, sondern nur im Notfall. Aber beim Wandern, da denke ich mir eigentlich, da ist doch niemand. Aber ich mach's natürlich nicht. Ich bin ja auch ein Vorbild, ne? Ja. Ja.
ein Raupi. Möchtest du mitkommen hier? Welchen Level bist du denn auf? 5? Oh. Auf 42, okay. Ja, gerne. Dann komm mit, Raupi. Dann entwickle ich dich irgendwann. Hallo. Sammel doch das Geld auf. Och nee. Komm, Flammensturm. Perfekt. Oh. Perfekt. So, Fifian. Hi, ich hab Blut drauf. Und du? Guck mal, Fukano auch. Und ich kann Doppelkick. Oh ja, Fifian kommt in mein Team. Das finde ich cool. Ja, komm mit. So, Biss und Doppelkick. Nice. Kann ich nicht angreifen. Okay, oh Gott. Komm zurück, Fukano, ich komme. Ich rette dich. Mit Flammensturm. Super. Okay, er macht die Jaula. Ich jaule gleich zurück. Und noch ein Pfiff. Und ein Apfel. Apfel ist immer super. Super. Ich hätte nämlich ganz gern das Zuberis nochmal. Das war echt gut. Ja, echt gut. Ach, gestern war auch die Indie Direct, Indie World. Die war echt gut. Vor allem der Anfang. Ich glaube, da waren 5 Spiele dabei, die ich echt mal gerne spielen würde. Da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Das letzte ist One Thing halt, ne? Das letzte, was sie zeigen, das war jetzt nicht so meins. Da hätte ich vielleicht eines von den ersten dann lieber hingesetzt. Weil die waren schon deutlich cooler. Aber sonst allgemein, die war echt besser als die im Dezember oder Januar. Irgendwann dann. Wohin geht Entoron? Gut. Sinnebeere, super. Oh, Entoron kämpft da. Schafft er es? Ja, oder? Schaffst du. Komm. Nice, gut gemacht. Guck mal, du bist doch schon groß und stark, Palenia, ne? Wir gehen unten her. Da haben wir Geld. Gehen wir noch eben hier kurz gucken. Okay. Oh Gott. Palenia, du musst jetzt. Oh Gott. Aua. Als ob er zweimal das die Kacke macht. Ja, weitergehen. Hab keine Zeit für dich, Spoink. Dann müssen wir mit Fukano herumlaufen. So, Loot. Und nochmal Loot. Ich habe überhaupt keine Ahnung, welche Attacken hier Fukano hat. Aber das ist mir auch egal. Oh Gott. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Leute. Hier haben wir Geld. Hier haben wir wieder ein Spoink. Blut. Gegenstoß. Okay, Blut. Psychstrahl. Ich raste wieder aus. Was mache ich denn jetzt? Sammelbox? Oh, ich habe ja gar nichts, ne? Essen. Fukano. Blim. Ha, daneben. Oh Gott, Raupi kämpft auch. Das ist nicht so gut. Aber Spoink ist schon mal besiegt. Raupi. Überlebt bitte. Ich bin auch verwirrt. Ich kann gerade nichts machen, Raupi. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Raupi. Raupi. So.
Oh nein, jetzt bin ich auch mit Superschall befleckt. Okay, Sammelbox. Ich gebe jetzt hier Essen, Moritz. Und du kommst jetzt hier mal ganz, ganz schnell hin. Oh nein. Leute. Der Heulwald ist ziemlich krass. Ich glaube, ich flüchte jetzt einfach. Als ob der Heulwald so krass ist, hallo? Gott, Raupi. Raupi, wir müssen fliehen. Da ist die Treppe. Nein, Raupi, komm mit. Komm mit, Raupi. Oh ne, nicht schon wieder ein Viech. Auf Ruhe, aua. Doppelkick, weg mit dir. So, Sammelbox. Haben wir ein Elixier? Ne, wir haben fast gar nichts mehr. Oh mein Gott. Ach Gott, geh bitte weg, Hundwuster. Ich hab hier keine Zeit für dich. Bin auch fast tot. Belebersame. Schlafsame, okay. Top-Elixier. Ist sehr, sehr gut. Sammelbox. Top-Elixier. Top-Ether. Für Loot. So. Perfekt. Noch ein Apfel ist auch ganz gut. Ich laufe mal hier ein bisschen herum. Damit ich... Weg hier. Weg hier. Damit ich noch ein bisschen KP aufsammle. Will ich einen Hut? Okay, zum Opfern ist es vielleicht gar nicht so gut. Gar nicht so schlecht. Komm mit, Hut. Vorhin, du bist Level 42, da kannst du ruhig mitkommen. Ja, sehr gut. Dann gehen wir oben her, okay, Hut. Mach was, Hut. Du bist meine einzige Chance. Oh, aua, das hat weh. Ich glaube, Hut ist gleich weg. Hut ist weg. Hut ist weg. Ich raste aus. Ach, daneben. Oder? Nee. Oh, sehr gut. Gut gemacht. Sehr gut, Raupi. Ich bin so stolz auf dich. Und Hut, du hast dein Bestes gegeben. Ach, wieso laufe ich auch immer da rein? Ich verstehe es nicht. Verstehe es nicht. Ach, Alter. Das hier ist echt hart. Ich bekomme langsam Hunger. Ja, okay. Oh nein. Doppelkick. Item Schwere, okay. Doppelkick. Oh, Apfel. Super. Ich esse mal ein. Essen. Moritz. Wie lang ist denn der Dungeon hier? Oh, ein Ammonitas. Ammonitas ist richtig gut. Oder Amituroso, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Wo war der denn? Oh Gott, schon die Weiterentwicklung. Aua. 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 Oh nein. Gut. Doppelkick. Ja, geh du mal bitte vor, ja? Super, ich mach hier Loot lieber. Oh, sehr gut, Raupi. Da ist es. Wir holen uns das Item hier unten noch. HP-Schwundfalle, ich raste aus. Oh Gott, komm mit. Komm mit. Mampf. Ich brauch dich. Amaldo, ich brauch dich. Ja, auf jeden Fall. Okay, wir haben noch kein Dingsi für Amaldo. Noch kein Areal, aber es macht nichts. Oh Gott. Treppe? Ja, Treppe. Aua. Ja, weiter geh. Aua. Alter Schwede, dieser Dungeon.
Der macht mich fertig. Okay, eigentlich war ich nicht in der Nähe. Aber ihr schafft das, glaube ich, ne? Ja, super. Sehr gut. Wirklich exzellent. Exzellent. Amaldo. Hilfe, Amaldo. Oh Gott, ich bin daneben. Nein, wir sind tot. Ah. Nein, möchte ich nicht. Okay, Leute. Das ist traurig, ne? Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Schade. Ach man. Ich bin jetzt wirklich etwas niedergeschlagen. Der Dungeon ist echt hart. Naja, gut. Dann würde ich mal behaupten, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal im Heulwald. Vielleicht trainiere ich ein bisschen und mache andere Quests. Mann, ey. Ach man, schade. Rechts ist die Playlist, links kommt ihr zum neuesten Video. Bis dann, euer Kamito und ciao.